Hallo, schön, dass ich euch wieder begrüßen darf zu einem Replay mit einer meiner großen Lieben in dem Spiel. Und ihr wisst ja, die erste Liebe ist immer die stärkste. Und ich habe selber damals den allerersten Baum Richtung IS-7 gespielt. Und dementsprechend konnte man natürlich am IS-3 nicht vorbei. Und der Panzer ist einfach ein gutes Ding. Jetzt sind wir gespannt, was Unknown Bot mit dem IS-3 so machen kann. Kate Prokhorovka und Teams haben beide sehr, sehr vernünftige Spieler. Also von dem her kann es hier durchaus spannend und interessant werden. Jetzt sind wir, wie gesagt, besonders Spaß eben, was er mit dem IS-3 hier macht. Für mich einer der besten Achter schweren Panzer in dem Spiel und auch wirklich am einfachsten zu meistern und zu handeln. Man braucht da nicht großartig anwinkeln, der wird nicht angewinkelt, der wird stupide auf den Gegner draufgefahren, hat eine gute Kanone, er ist einfach so richtig, so einfach bam in die Fresse, so wie es halt einfach sein soll. Der wird nicht großartig taktiert, sondern der wird genommen und der wird einfach reingefahren. Schönes, einfaches Spielgefühl. Ja, jetzt muss er hier nochmal was an Schaden bekommen, da ist der LTDB, den hat er noch nicht gehittet. Da hinten noch ein E-75, der dann da lauert. Was schon mal hier gut ist, er hat keine Arti, dementsprechend kann er auch ein bisschen aggressiver fahren. Jetzt hier der Centurion. Schöner Treffer und er zündet ihn an und macht ihn weg. So schnell macht man 800 Schaden mit einem Schuss vom IS-3. Na, die scouten ja ganz gut, die Jungs. Wobei das Scouting bringt gar nicht so viel, wenn man keine Arti hat, die dementsprechend was davon partizipieren kann. Hier drüben jetzt E3. Auch hier schön eingeaimt. Und die Kellen sind halt einfach mit einem 400er Schaden absolut brauchbar. Einnehmen braucht es ein bisschen, aber auch noch okay. Oh, E3, E4 und dann noch ungünstig vom Stand her. Auch noch ein IS-4, also mit Matchmaking selber hat er hier natürlich das Schlimmstmögliche bekommen im Tier 10 Gefecht. Der Bulldog, der wäre natürlich ein gut penetrierbares Ziel, aber der zieht sich schon zurück. Und jetzt der 1390, auch der wäre schön gewesen, aber leider daneben. 4:2 steht's aktuell. Jetzt der E75, auf den kommt er gut drauf. Ja, der klappt. Leider ein Low Roll, 340 Schaden. Aber der E75 bleibt da stehen. Den nimmt er also gleich nochmal gerne mit. Ja, da in 400er Schaden und danach wird er da rausgenommen vom Foch. Gefocht sozusagen. Da drüben, die sind natürlich Monster. Auch IS-4 unglaublich hart. Aber jetzt kommt er vielleicht ein bisschen schnell. Hätte vielleicht noch ein bisschen geduldiger sein können mit Aimen. Aber man sieht, er selber wird hier stark in Ruhe gelassen. Jetzt will er mal wohl langsam den Scout daraus bekommen. Und jetzt nochmal der Walker. Ja, und da kriegt er, der kriegt er eine schöne Kelle. Und jetzt ist der Bulldog auch raus. ...1390 da drüben noch. Er muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass der Gegner hier mit E4 und IS-4 hier nicht auf ihn schießen. Aber sonst läuft es sehr, sehr gut. So, jetzt aber den... Ja, genau. Sehr schön den 1390 weggemacht. Ah, im Himmel, da findest du nicht viel. Er hat auch schon jetzt Premium geladen. Aber für den T-54 bräuchte er es in der Tendenz gar nicht. Wiederum für die anderen beiden da drüben dann doch schon eher. So, jetzt auf den IS-4. Der schaut sogar so, dass er seitlich auf den Helm kommt. Ah, leider kein Hit.
Zwei Premium-Granaten hat er, danach muss er eh nur noch mit Standard auskommen. Jetzt ist er wieder schon hinterfahren von dem LTDB, das ist ja spannend. Der bleibt jetzt stehen. Ah, nein, nicht so. Und dann auch noch eine Premium-Granate, teurer Schuss. Jetzt steht er aber. Ja, und jetzt nimmt er ihn raus. Da kommt der T-55E1. Da muss er aufpassen. Shootout mit dem, der ist Verlierer. Weil der wird ihn rausklippen können. So, was haben wir da? Naja, die anderen beiden. Der Waffenträger ist da hinten noch auf E100. Zuletzt gesehen auf D9. Da muss man aufpassen. Ist jetzt zwar aktuell noch nicht sein Problem, kann es aber im Laufe des Gefechts noch werden. Da kommt jetzt ein IS-7 auch noch. Also wirklich Hammerbrummer, die da hier sogar als Gegner hat. Aber seitlich kommt das schön. Charioteer prallt hier an ihm ab. 8:9 gerade für den Gegner. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Ja, kommt wieder, keine Frage. T-62, also das sind ja heftige Dinger. Da ist er hier mit seinem T-8 wirklich unschön, aber auch da, den kriegt er auch nochmal gut. Der AMX haut jetzt ab, der T-62 stellt ihm nach, wie so ein Geißbock. So, jetzt auf den T-62A. Ah, prallt hier ab, schade, schade. Und jetzt kommt auch noch der Waffenträger, Heide Witzka. Ist das unschön gerade. Also man muss wirklich sagen, beschäftigungslos ist er nicht. Das Objekt zieht sich jetzt aber dafür nach vorne etwas in Stellung. T-62A, fahr zurück. Alter Verwalter. Der Waffenträger prallt scheinbar gerade ordentlich an dem Objekt ab. Ich kann mir nicht vorstellen, wer da sonst noch so auf ihn geschossen haben kann. So, und jetzt T-62A versucht es hier mit Premium, scheitert aber kläglich und da kriegt er für eine in die Schnauze von ihm, von dem Achter, der ihn hier wirklich unglaublich nervt. Macht er toll. Zeigt mir wieder, warum der Panzer einfach so gut ist. Und jetzt der EN-100. Da kommt er auf seinen fetten Helm auch noch drauf. Sehr gut. Der bekommt jetzt die ersten zwei Hits. Und wird rausgenommen, sehr wichtig. Und jetzt probiert es der T-62A da vorne nochmal und kriegt nochmal einen von ihm. Sehr schön. Mittlerweile 1170 Struktur hat ihn der Kampf hier mit dem IS-3 gekostet. Und jetzt wird er ihn dann auch wahrscheinlich gleich wegmachen. Ja, jetzt dürfte er den Killshot machen, sehr gut. T-54 entlädt sich hier gerade auf das Objekt. Dürfte jetzt aber sogar out of ammo sein. Problematisch ist er nur, dass er nicht so richtig hart drauf gehen kann, weil da der Chariot hier da auch noch in der Nähe ist. Aber aktuell bei 4993 Schaden und das in einem Tier 10er Gefecht. Chapeau schon an dieser Stelle. So. Da der IS-7, da der T-54. Kriegt hier den Shot auf ihn drauf. Musste schnell die Kette reparieren, weil sonst hätte es hier jetzt düster für ihn enden können. So, IS-7 zeigt bereitwillig seine Seite, seinen Helm, aber die Gun Depression, die der IS-3 halt so gar nicht kann, verwehrt ihm hier den Hit. Jetzt aber auf den T-54. Genau. Jetzt wird hier auch gerusht, jetzt wird das Ganze sein Ende auch gleich finden. So, der IS-7. Ah, da konnte er nicht drauf schießen. So, Charioteer ist noch im Leben, der da drüben steht. Und der IS-7 zeigt ihm hier schön den... Ah, nein, er kommt nicht drauf. Ah, genau, gehen wir auf den Charioteer, der ist einfacher.
So. Und jetzt kommt er noch bereitwillig aus seinem Busch raus. Nochmal ein Hit. Und jetzt braucht er noch einer, muss den Chariot hier noch klar machen. Und dann war es das auch schon. 6111 Schaden. Und da ist er. Kommt er nochmal drauf. Nein, er schießt hier in den Boden und damit ist ihm der Kill, bleibt ihm leider verwehrt. Aber was soll man zu dieser Schönheit noch sagen, außer wahnsinns gute Runde im 10er Gefecht, sich so zu behaupten. Wirklich grandios, gut gespielt, hat mir saugut gefallen. Er hatte auch am Schluss nur noch 2 Granaten übrig. Da sieht man mal, wie er sich verausgaben musste für den Sieg hier am Ende. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Alcaramba.